So, moin moin liebe Freak-Fans. Der Olli und ich sind heute nach Eschede gefahren an die Bärenkuhle, weil wir einfach mal Bock haben, spontan so ein bisschen zu fischen. Ja, Ja, ziemlich spontan würde ich sagen, ne? ja So vor 6 Stunden, sieben, acht genau. Stunden eben kurz noch geschrieben. Ja. Ja, was so geht, seht ihr im Video. Ich hoffe, es geht was. Und wenn nicht, geht halt nichts. Ist halt so. Isso. Ist so. Hashtag Isso. Hashtag ISO, genau. Ne? Oh, Einfach wow. mal ein bisschen angeln. Bisschen angeln, rumsetzen, Genau. quatschen. Noch ein paar Freunde sind auch noch hier. Ja, Manu ist da, Manu Brunius Mit mit dem seinen ganzen Anhang. Kollegen und ja. Mal schauen, wird schon werden. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Achso, ich muss noch was loswerden. Heute ist der 16.07. Mein Bruder, der Kescher Bob, hat heute Geburtstag. In diesem Sinne auch nochmal alles Gute. Herzlichen Ja, Glückwunsch. es kommt später, aber nachher trinken wir ein Bier zusammen. So, in diesem Sinne, viel Spaß beim Video. Ich mach nicht so. Was? Was soll das sein? Schon lange nicht gesehen. Ja. Moin. Grüß Na, dich. Alles gut? Muss, läuft. Und? Was ist drin? Wollen Sie noch nicht? Gestern übrig gelassen. Stellen jetzt aber, hoffe ich mit. Ja? Zieh ich durch, naja. Stellen wir die hin. Nee, stellen wir die hin. Die ziehen wir einmal von hinten nach vorne durch. Weißt du? Alter, wo will der denn mit der Route ganz hin? Noch 2 Meter länger und du wärst ja nicht mehr lang gekommen. Ja, manche Leute sind so. So, Rosa, wo ist er? Wo ist er denn? Hier ist er. Oh, überall. Überall. Am besten nicht im Weg. Am besten nicht im Weg, Freundchen. Am besten dich nicht ärgern, ne? Wenn du da hinten Am fisch, besten eine wenn du da hinten fängst, komme ich noch mal rüber. Ich will ihn heute ein bisschen ärgern. Du brauchst mich nicht ärgern. Du kannst mich nicht ärgern, du wie letztes Mal. Du weißt aber schon, dass wir eigentlich auch mal im Hausgewässer sind, ne? Ja. 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 Ich höre mich auch immer schlecht. So, liebe Leute, ich fange wieder an mit dem Fliegen 01, ist ganz klar. Yay! Warte, dass irgendeiner den ersten Wurf gemacht hat. Schienenverkehr. Da macht sich ja schon gleich einer beliebt. Macht sich gleich beliebt hier, ja, definitiv. Ja, ist kein Problem. Petri! Der Manu gerade gehört, ist er auch da? Voll konzentriert, hier drüben. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich bin jetzt bekloppt. Angebrummt. Ich nehme Gummi. Nee. Ja. Die mogeln doch alle. Na, Olli, da kommt sie. Ah, Ja, schade, klar. ich hab gedacht, die kommt hinterher. Nee.
Ich weiß, was jetzt hilft. Skumbria in orange-grün. Olli, du hast recht gehabt gestern. Hier ist noch nicht mal ein Fisch. Nicht, dass es wieder so wird, genau. Und es wird so. So, ich warte jetzt immer, bis ein neuer Fisch reinkommt. So lang gucke ich auf meine Bodentaste, was macht. Ja. Das ist, ja, was soll ich da hinwerfen, wenn hier kein Fisch ist? Das ist ja Quatsch. Das ist ja genauso, wenn du im Aquarium Fischfutter reinschmeißt, wo du weißt, dass gar keine Fische da drin sind. Ich sehe das auch ohne Brille. Ja, der Typ, echt. Ah, herrlich. Vor allem, wie stumpf die auch weiter geschwommen sind. Ja, nicht so mal, ganz schön. Immer so ein bisschen so. Null. Gar kein Interesse. Also, am besten so. Ja. Hier, wenn du deine Kimme freilegst, ne? Ich schneide das nicht raus. Ich leg da nichts drüber. Ja. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Sendung Nullfänger mit Ansage. Yeah! Ja, guck mal, der hat aus meinen Videos gelernt. Wie? Ja, er hat einen Fisch mehr gefangen als du. Ja, guck mal, mit was er fischt. Hä? Mit dem Dying Worm Hot Orange. Ah, von wem hast du das? Das habe ich vom Olli. Kennst du den? Kennst du den Olli? Gut ist. Oh, hier eine goldene. Komm mal, Basti, halt mal rauf. Ich werf die mal an. Oh, guck. Ja, ich werf die mal an. Guck mal, liebe Leute, der Olli, der schmeißt schon wieder die goldenen an. Ich hätte jetzt so gelacht, Alter. Ich hätte so gelacht. Ich hätte die Rute weggestellt und hätte einfach nur noch den Kofferraum aufgemacht und hätte nur noch zugeguckt. Ja. Ich hätte nicht mehr geangelt heute, das glaubt man. Nochmal? Na klar, immer ran da. Immer ran da. Arsch. Mann, Olli, Mister, ich werf die goldenen nicht an. Weil ich mag die goldenen nicht. Zack, hat er sie schon wieder angeschmissen. Nee, guck mal, die haut sogar ab. Die haut sich schon wieder ab. Oh, oh. Ach, ist ein Hypnostick drauf? Hm. Eingebung? Na, wie man es nimmt. Oh. Nein. Die erste ist daneben geschnappt, die zweite schnappt er das ja, erste Olli. Mal daneben und beim zweiten Mal hat sie zugebissen. Was ist? Petri, Dank. Oh, Alter. Oh, muss ich auch noch filetieren. Oh, so eine Riesen. So, nach vier Runden probieren. Meine erste schöne, richtig geil gezeichnete Forelle. Auf dem Hypnostick in Hologramm Orange. Super geil. Ja, Olli, heute fange ich nichts. Du? Hm. Von N bis X? Von N bis X, genau. Irgendwie wollen die nicht. Wie viel hast du gefangen? Fast das ganze Alphabet. Ja, wie viel? Ja, von N bis X. Und das I dazwischen. Nix. Meine Videos. Olli hat einen Fisch. Gibt's doch gar nicht. Olli hat einen Fisch. So geschickt vorbeigeworfen, dass er im Maul gehakt ist. Ja, ja. Die hat zugeschnappt. Petri, Olli. Was eine schöne. Wieder einer weniger, den Manu fangen kann. Macht nichts, Manu kann nur geil stellen. Aber die ist kleiner als die erste. Okay. Ein bisschen. In Sievershausen oder in Oslo. Oh, mein zweiter Fisch. Warte. Auch wieder wunderschönes Schienenverkehr. Mein zweiter Fisch, diesmal auf die Bienenmarmmethode. So, auf Fisch Nummer 2 folgt Fisch Nummer 3. Ich kann gerade gar nicht sehen, die Sonne blendet so. Hops. Auch wieder auf die Bienenmadenmethode. Oh. Hey! Toll, kriegt er hier. Entschneidet! Entschneidet, dank!
So, liebe Leute, auch ich durfte mich hinschneidern. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es jetzt hier erkennen könnt. Ah, eigentlich schon, oder? Ach, ich weiß es nicht. Ja, die Sonne steht ganz schön scheiße. Naja. Bienenmade. Komm! Alter, hast du das gesehen? Ich lass mich da doch jetzt von nicht ablenken, du Kackvogel. Weil ich dürfte, wenn ich eine Forelle wäre, ne, ich wäre keine 2 Minuten im Teich nach dem Besetzen. Ich würde dann da lang schwimmen und würde sagen, oh. Bei mir ist der Zeitpunkt gekommen. Du warst Ansitzangler oder was? Ja. Oha. 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 10er 8. Was ist mit dem Grill? Hat der nicht gemacht. Hat der nicht gemacht, Olli. Jetzt kriegst du deine Pommes. Nicht dein Ernst. Deswegen hat er auch gefragt, ob ich Ketchup esse. Ist nicht, oh, Micha, du bist so lieb. Wenn du Ketchup willst, dann muss ich in die Hütte kommen. Nee, das geht auch ohne. Dankeschön. Mhm. Kannst du mal dich jetzt hier hinsetzen? Ich sag, kannst du dich jetzt mal hier hinsetzen? Olli. Ich meine Olli. Ich meine Olli. Ich habe noch ein kleines Brot für dich. Nee, danke. Ja, freut sich. Guck mal, wie er sich freut. Ja. Meins. Siehste. Passt ja wieder auf einer. Eimer. Was? Meine Mutter hat gerade geschrieben. Okay. Wir sind heute Mittag bei meinem Bruder zum Grillen. Ja, machen wir auch. Geil. Mein Bruder hat doch Geburtstag. Ja, die waren gestern da zum Scholle essen, aber heute wollen wir anscheinend noch mal grillen. Okay. So, liebe Freak-Fans, viel war nicht heute, aber ist auch kein Wunder, es ist Sommer. Ja. Die Fische sind träge, ist normal. Ja, ich hoffe, euch hat trotzdem gefallen, was ihr so gesehen habt, gehört habt. War sehr unspektakulär, muss ich sagen. Naja. War schwer. Das ist richtig. Muss man echt was für tun. Was war das? Beim Bienenmade, ne? Ja. Bei den anderen Bienen. Ja, Bienenmade, eine auf Hypnosteak, aber absolut kein Interesse gezeigt heute, ne? Richtig. Von daher, naja, ihr seht, es ist möglich, trotzdem Forellen zu fangen im Sommer, aber halt nicht so die Massen wie in den kälteren Monaten. Definitiv. In dem Sinne hoffe ich, wir sehen uns am Montag wieder. Euer Basti und? Olio. Olio. Mit 4 O. O. So mache ich das jetzt immer. Das reicht dann auch. Okay.